Ein türkisch-schweizerischer Doppelbürger hatte Propaganda für islamistische Terrororganisationen gemacht. Und deswegen das Schweizer Bürgerrecht verloren. Zu Recht, sagt nun das Bundesgericht. Das Staatssekretariat für Migration hat einem türkisch-schweizerischen Doppelbürger wegen Propaganda für eine islamistische Gruppierung zu Recht den Schweizer Pass entzogen. Das Bundesgericht stützt in einem Urteil die Maßnahme. Dem im Tessin lebenden Mann wird vorgeworfen, von Januar 2014 bis zum Februar 2017 an verschiedenen Orten im Tessin und in Italien Propaganda und Bekehrungsaktionen organisiert zu haben, indem er die Rolle eines Indoktrinators und Radikalisierers zur Unterstützung der Gruppe Jabhat al-Nusra und ihre Ziele übernahm. Die al-Nusra-Front hat Verbindungen zu Al-Qaida. Zudem habe er zwei Männern im Zusammenhang mit einer Reise in den Nahen Osten geholfen, die dort mit Islamisten kämpfen wollten. Das Tessiner Strafgericht hatte ihn deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren verurteilt. Gefahr für die nationale Sicherheit. Das SEM wiederum aberkannte dem Mann die Schweizer Staatsbürgerschaft. Er stelle eine Gefahr dar für die nationale Sicherheit. Dagegen wehrte sich der Mann, der selber keine Anschläge geplant oder durchgeführt hat, vor Bundesgericht. Er machte insbesondere geltend, die Akten enthielten keine Beweise, dass er der Gruppe Jabhat al-Nusra oder einer anderen terroristischen Vereinigung angehöre. Er habe sich im Wesentlichen darauf beschränkt, privat seine Meinung über die Gruppe Jabhat al-Nusra zu äußern. Zudem sei die angeordnete Maßnahme des SEM unverhältnismäßig und schränke seine Grundrechte übermäßig ein. Werbung. Terroristische Handlungen begünstigt. In seinem am Freitag bekannt gewordenen Urteil betonte das Bundesgericht jedoch, der Mann sei nicht wegen seiner Mitgliedschaft in der Gruppe Jabhat al-Nusra verurteilt, sondern wegen seiner Propaganda und Unterstützungshandlungen für diese Gruppe. Damit verstoße er bereits gegen die Gesetzesbestimmung, die Gruppierungen wie Al-Qaida und Islamischer Staat sowie damit verbundene Organisationen verbiete. Die Schuld des Mannes wiege auch schwer, weil er das Strafrecht wiederholt und über einen längeren Zeitraum verletzt habe. Sein extremistisches Verhalten habe mögliche terroristische Handlungen begünstigt. Interessen der Schweiz gefährdet. Werbung. Das habe die Interessen der Schweiz, insbesondere ihre Sicherheitsinteressen, sowie ihr Ansehen im internationalen Kontext ernsthaft gefährdet. Die ins Feld geführten gesetzlichen Bestimmungen schützen laut Bundesgericht die Neutralität und Souveränität der Schweiz. Das SEM hat laut den obersten Richtern in Lausanne auch deshalb verhältnismäßig gehandelt, weil der Mann seine türkische Staatsangehörigkeit ja behalte und damit nicht staatenlos werde. Die Frage seines möglichen weiteren Aufenthalts in der Schweiz sei nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Das Bundesgericht wies deshalb die Beschwerde des Mannes gegen den Entzug des Schweizer Passes ab. Zudem muss der Beschwerdeführer die Gerichtskosten von 2000 Franken übernehmen.